Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Die Lichtverhältnisse sind grottig. Ich denke, so geht's eigentlich ganz gut. Ich wollte mein Schminkkörbchen euch zeigen. Heute ist Freitag. Ich denke auch nicht, dass sich besonders was ändern wird. Es sind ja immer noch die Sachen drin, die von meinen Projekten sind, die ich gerne aufbrauchen würde, weil ich sie einfach nicht brauche. Oder halt einfach sehr gerne mag oder auch weniger gerne mag. Ihr wisst, wie ich meine. Und dann möchte ich euch einfach eine kurze Review geben über den Sack, den ich halt aktuell benutze. Ja, ich sehe, da sind ein paar Sachen drin. Heute habe ich mich mit der Tamtam Beauty geschminkt und ich glaube auch, dass ich sie nächste Woche mit der neuen reinnehmen möchte. Also, ich habe da schon was, was ich gerne nächste Woche einfach austesten möchte. Ich bin immer mal wieder zwischendurch am Testen. Also, ich bleibe nicht bei den Paletten. Das sind meine Alltags-, das ist mein Alltagskörbchen. Habe ich keine Zeit, was Neues zu testen, wird das immer benutzt. Aber sobald ich irgendwie die Möglichkeit habe, einfach zwischendurch ein Video zu machen oder halt nach der Arbeit oder weiß ich wann, morgens einfach ein Video, dann teste ich immer was anderes. Also nicht, dass ihr denkt, oh Gott, wo kommen denn die ganzen Videos her? Es ist halt so, dass ich die benutze. Ich zeige euch mal. Ich hatte die Bella-Paletten drin und ich muss sagen, ich bin eher so der Favorit von der Dark. Sie gefällt mir wahnsinnig. Sie ist mir vor 2 Tagen runtergefallen. Dann ist ein bisschen der Highlighter beschädigt worden. Fokussiert jetzt nicht. Im Großen und Ganzen bin ich voll ihr Ding. Also ich bin voll der Miss Bella-Palette verfallen, der Dark Side. Ich finde sie wunderschöne mit einem Lidschattenprimer, also so einen schimmernden Lidschattenprimer, sah das einfach gigantisch schön aus. Es hat mir so gut gefallen. Ich liebe diese Palette, die darf auch bleiben. Bei der nächsten Palette ist es so, sie ist halt, ja, sie ist halt da, ich habe das Gefühl, sie ist so ein bisschen bröckelig geworden. Vielleicht war es auch der Pinsel, ich weiß es nicht. Es kommt mir so vor wie so ein Déjà-vu, keine Ahnung. Als hätte ich schon mal irgendwie gesagt. Bisschen so mit dem Pinsel war es nicht ganz so schön aufgetragen. Es hat so ein bisschen vom Auge gekrümelt, sogar die matten Shades. Ja, ansonsten muss ich sagen, ich mag diesen Highlighter nicht besonders und ich mag den hier nicht besonders. Sie haben einfach für mich nichts in der Palette verloren. Für die Augen looks okay. Aber ich würde eher das als Gesamt. Also wäre das nicht so ein Wert, wo ich denke, ach, das könntest du mal für den Alltag pennen. Also so eine Alltagspalette, die man einfach gut aufbrauchen kann, die man auf Reise mitnehmen, wo es nicht wehtut, wenn sie kaputt geht, aber trotzdem irgendwelche Looks schminken kann. Das ist für mich diese Palette geworden. Also ich denke, auf die nächste Reise oder sowas kann ich mir gut vorstellen oder einfach mal in meine Handtasche zu werfen. Ja, es hört sich böse an, aber es ist nicht böse gemeint. Meine Geschmäcker verändern sich. Vor 3 Jahren habe ich sie ein bisschen gefeiert. Da habe ich sie täglich benutzt. Und jetzt bin ich einfach anderes gewöhnt. Von daher dürfte sie normalerweise ausziehen, aber das wäre so eine Palette, die ich auf Reise mitnehme. Ist das verständlich, wenn ich sowas sage? Also, ich verreise nicht oft. Und wenn, dann gehe ich auch nicht besonders gut mit meinen Sachen um. Also, ich versuche das immer dunkler zu machen, aber irgendwie. Dann habe ich getestet die Clinique BB Cream. Ich habe sie einmal benutzt und war so, ja, kann man mal machen, muss aber nicht. Ich bin nicht der große BB-Verfechter. Also wenn ich eine BB-Cream auftragen sollte, dann benutze ich doch lieber eine Foundation. Für mich ist eine Foundation, kann auch leicht aufgetragen werden. Also von daher weiß ich nicht. Und dann gibt es immer Flashbacks, so wie heute, obwohl ich nur ein Puder benutzt habe, ein helles. Ich weiß nicht. Also das Kameralicht ist viel zu grell. Ich glaube, die darf weiter wandern. Ich weiß es nicht, ob meine Mutter sowas benutzt. Ich kann sie ja mal fragen. Dann würde ich es Mami schicken. Ja. Aber die darf aus meiner Sammlung ausziehen. War nicht schlecht, war aber mir zu rosastichig. Also vom Unterton war sie mir zu rosa. Sie war auch relativ weich und hat auch gut geduftet und sowas, aber sie war mir einfach vom Unterton zu rosa. Ich quietsch gerade so rum, gell? Dann die Gesichtsprodukte. Oh Gott. Ich fühle mich kränklich. Dann waren ja das meine Go-To-Go-Foundations und ich muss sagen, diese Kombi gefällt mir ganz gut. Die trage ich auch gerade drauf. Ich benutze von der Maybelline Fit Me Foundation in der 128 mehr als von der, weil diese relativ pastös ist und hat auch ein Matt-Finish oder so, ja, Mattifying. Sieht so ein bisschen cakey dann aus.
Also die mag ich nicht ganz so. Die Fit Me, die da drin ist, mag ich sehr gerne. Die dürfen auch beide bleiben und die wandern auch weiter ins Schminkkörbchen. Mascara-technisch habe ich eine Neuentdeckung gemacht. Und zwar, das war ja meine Mascara hier, die ich über alles liebe. Die ist von LR. Wie gesagt, wäre schön gewesen, wenn ich einen direkten Link zu dem Papa Shop, also zum eBay Shop machen könnte, weil ich es einfach eine gute Sache finde. Ich finde es wirklich gut. Die kostet so um die 10 Euro, habe ich gesehen. Kann das sein? Wer diese LR Mascara schon gekauft hat, ich bin der Meinung, sie kostet 10 Euro. Zahlt man ihr auch bei Maybelline, ne? Also ich finde das richtig gut. Ich finde sie richtig gut. Ich finde sie so richtig, richtig gut. Ich habe sie auch heute wieder drauf. Und die macht wirklich ganz, ganz tolle falsche Wimpern-Effekt. Ich muss manchmal selber zweimal hingucken, um zu sehen, ob ich überhaupt falsche Wimpern drauf habe oder nur die Mascara. Das ist die Deluxe Fantastic Mascara von LR. Ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich. Und meine Neuentdeckung, so eine bisschen günstigere Variante und nicht ganz so schön ausfächernd, muss ich sagen, ist die Volumen Stylist 18 Stunden Curl and Hold mit Mikro-Wachs-Styling Waxes, also Mikro-Styling Waxes. Die sieht so aus vom Bürstchen. Die hat so ein außergewöhnliches Bürstchen und man kann sie richtig dätschen, ne? Also man kriegt wirklich jedes Haar und sie gibt ein bisschen Fliegenbeine und ich mag das aber. Ich mag das wirklich gerne, diese Fliegenbein-Effekt und ich mag diese Mascara. Das wäre auch ein Nachkaufkandidat. Also ich würde die nachkaufen, die grüne von Essence. Dann könnte ich überlegen, falls ich die in der Drogerie nicht möchte und was Hochwertigeres haben möchte, also was ein bisschen teurer ist, würde ich zu der greifen. Und ansonsten wasserfeste, die von Catrice, die finde ich gut. Und diese schwarze von Catrice finde ich auch gut. Das war's eigentlich. Ich bräuchte eigentlich keine teure. Mir tun's die auch. Aber ich fand einfach den Auffächer und diesen Schwung halt und bis zum Abend. Und ohne Krümeln, ohne Gedöns, wirklich toll. Also bei mir jedenfalls ist es so. Und wenn es bei mir krümelt, glaubt mir, ich würde es euch sagen. Ich muss nicht etwas in den Himmel loben, wenn es nicht so ist. Dann habe ich auch aktuell das hier in Verwendung, weil mir das von Catrice, das, was ich im Projekt habe, leer gegangen ist. Und ich muss sagen, es ist sehr reizend. Also reizend in dem Sinne, das brennt so ein bisschen, weil da auch gleich Alkohol, glaube ich, drin ist. Steht da leider nicht drauf. Stand, glaube ich, bei der Umverpackung drauf. Aber sprüht auch nicht so fein. Der Duft ist toll als Parfüm. Als Fixierungsspray finde ich es ein bisschen fehl am Platz, aber gut, werde ich jetzt weiterhin aufbrauchen. Ich werde es heute markieren und dann abwiegen und ihr wisst, wie ich meine. Dann habe ich auch im Schminkkörbchen das hier gehabt, das habe ich vielleicht einmal benutzt. Überwiegend habe ich einfach meinen Blush benutzt aus meinem Projekt, weil ich es einfach schön finde. Ich kann mich ja immer wieder wiederholen. Aber ich mag das auch von L'Oréal gern, weil das von L'Oréal hat so ein bisschen Schimmer drin und passt sich so ein bisschen im Bronzer besser an. Also ich finde, ich habe jetzt gerade was von Tarte drauf. Ich finde es einfach schön. Ich mag das, wenn das so ein bisschen hier die T-Zone abmattiert ist und aber hier wie die Flocken immer gleich rumfliegen, ne? Wahnsinn. Ich mag es sehr gerne. Darf auch bleiben. Leider ist mir die pa Kapu Verpackung kaputt gegangen. Dann habe ich Lippenzeug, würde ich mal durchgehen, was ich benutzt habe. Den Hello Kitty habe ich nicht benutzt. Den nehme ich auf jeden Fall nächste Woche mit rein. Den möchte ich unbedingt benutzen. Unbedingt. Den habe ich benutzt. Oh mein Gott. Ich habe dafür was anderes rausgekramt, weil ich was Dunkles so. Das war nach meinem Fail. Musste ich irgendwas schnell und moviges finden. Das ist der hier. Das ist von Maybelline, die 95 Visionary. Ich muss sagen, ein gewagter Ton. Ich wurde auch sehr oft schräg angeguckt, wo ich dann gedacht habe, was habe ich. Warum gucken die Leute mich so an? Und dann habe ich vergessen, dass ich den Lippenstift drauf hatte. Und meine Freundin war auch nicht gerade ultra begeistert, als sie den gesehen hat. Und ja. Mag ich aber trotzdem. Mag ich und darf trotzdem bleiben. Und ich mag diese Maybelline Ink Matte Ink Superstay Matte Ink von Maybelline sehr gerne. Den habe ich mal von der Sarah, glaube ich, bekommen. Und ich habe noch ein paar davon und ich finde die echt gut. Dann habe ich natürlich meinen Lip Liner von P2 benutzt.
Manchmal für die ganze Lippe, manchmal nur für den Rand. Mag ich, würde ich mir aber nicht nachkaufen. Gibt es ja eh nicht. Aber ich glaube, diese Stifte zum Anspitzen, ist es so ein unnötiges Ding. Ich habe lieber drei Lip Liner, sage ich mal. Ich habe viel zu viele Lip Liner für das, dass ich nie Lip Liner nutze. Mensch, wie kann man so viel horten? Ich verstehe mich manchmal selber nicht. Ich bin gerade mit mir sowas. Ich bin eigentlich sauer auf mich, ja, weil ich einfach so viel Kram habe und es gar nicht benötige. Ein super tolles Produkt, was ich sehr, sehr oft in den 2 Wochen, sage ich mal, benutzt habe, in den 12 Tagen, ist von NYX der Ombre Lip Duo. Und zwar genauso, wie er auch gemacht ist. Das ist eigentlich fast dieselbe Farbe wie der von P2. Und das ist so ein bisschen dunkler. Und ich finde es einfach gigantisch schön. Ich finde dieses Ombre-Verlauf einfach wunderschön. Ist die Farbnummer 04, glaube ich. Habe ich das gerade gesagt? Ich bin mir nicht so sicher. Ja, 04 von den Ombres. Ich würde es mir nicht nachkaufen, weil ich es einfach nicht brauche, weil ich so viele Zeug habe und dann noch Lippenstifte und so. Aber ich finde den ganz toll, um aufzubrauchen, weil ich den wirklich gerne mag. Also davon, zu denen greife ich ja auch einfach, wenn er in der Schublade liegt. Bei manch anderen nicht. Dann haben wir den hier, den finde ich auch ganz, ganz toll. Den habe ich auch in der Woche getragen. Das ist so ein dunkelroter, aber ein tragbarer. Das ist schon ewig her. Da habe ich den von Melly Flori. Also, ich habe so ein Geschenkpaket gekauft und da war der drinne. Und ich liebe ihn einfach. Ich liebe den Duft. Ich liebe das Auftragefinish. Er hält mega. Obwohl er so flutschig auf den Lippen, ja. Als wäre da so ein bisschen Silikon drin und trotzdem intensive Farbabgabe. Ich mag den. Ich feiere den. Das ist übrigens Kiko Long Lasting Lipstick in der Farbe 05. Wir halten uns unter den Zehnerbereichen auf. Dann habe ich das hier tatsächlich benutzt. Hey, das habe ich bestimmt 3, 4 Mal in der Woche benutzt. Also in der letzten Woche. Diese Woche war ich ein bisschen schludrig. Das ist so ein Lidschatten. Den habe ich einfach mal umgerührt von Catrice in der 040 Lord of the Blinks. Richtig geil. Den mit der Palette, wo ich euch vorher gesagt habe, richtig geil. Hat mir einzeln gefallen. Hat mir mit Lidschatten drüber gefallen. Es hat mir einfach mega gut gefallen. So sieht er aus. Das schimmert und macht und tut. Und sieht auf den Lidern einfach unheimlich schön aus. Habe ich wirklich gefeiert. Bleibt auf jeden Fall. Ich blende euch des Todes. Meine Nase juckt. Ja. Dann habe ich auch das hier mal benutzt. Weil das ja auch in einer meiner Projekte drin ist. Mag ich auch gern. Hat wirklich einen feinen Nebel. Und duftet vor allen Dingen gut. Also es soll eigentlich nach Aloe Vera duften. Ich finde aber, das ist, riecht so ein bisschen wie mit Gurke, irgendwie so ganz, ganz frisch. Und diese Kombi vor allen Dingen, ne? Diese Rottöne und dann dieses Gold, finde ich ganz, ganz toll. Dann als Bronzer oftmals hier mein Projekt Pen, Projekt Aufbrauchen Bronzer benutzt. Mag ich auch. Ist von Becker. Und ich komme sehr, sehr schlecht nur noch ans Produkt rein. Ich möchte ihn aber ungern pressen, weil Bronzer ist so eine schwierige Sache zu pressen, sage ich mal. Das wird oftmals viel zu stark pigmentiert und dann benutze ich ihn nicht. Deswegen lasse ich ihn, wie er ist, und nehme ihn einfach weiter in die nächste Woche, bis er halt irgendwann mal leer ist. Ich denke, dass er auch bald leer geht. In der letzten, also ich habe ihn in der ersten Woche sehr intensiv benutzt, wo auch das Hittepan sehr groß entstanden ist. Und dann habe ich auch aber oftmals, so wie heute, auch mal zu dem Butter Bronzer gegriffen, weil ich ihn echt toll finde. Also ich finde ihn schön. Der passt gut zu meinem Hautton. Den habe ich heute drauf. Ist nicht zu stark. Ich kann die Kontur so ein bisschen in die Haut einarbeiten. Ganz, ganz tolles Produkt, ist in Light und passt mir aktuell gut. Dann habe ich mit reingenommen, als ich mein Geschenkpaket bekommen habe. Dazu kommt auch noch ein Video von der lieben Sunny. Von der lieben Sandra. Und mein Sonnenschein. Habe ich das da mit reingenommen? Und ich weiß nicht, ob ich es schön finde an mir. So dunkel. Aber es geht noch. Also, es ist nicht ganz dunkelbraun. Es ist irgendwie so was Graues. Ja, so ein Graustichig. Und ist in der Farbe 02, glaube ich. Leider steht hier nichts drauf. Es, glaube ich, stand auf dem Etikett.
Semi-permanent, es ist nicht semi-permanent, also ich kann es direkt abschminken danach. Aber es kommt auch nächste Woche rein, weil ich ja aktuell keins habe. Ja. Dann habe ich auch noch meine Augenbrauenstifte, die sind auch immer noch drin. Diese Mascara werde ich jetzt entsorgen, da ist zwar noch was drin, aber es macht mir einfach nicht genug. Und ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass mein Wimpernkranz davon gejuckt hat. Das lasse ich dann, die war von Anne Jacke in der 101 Noir. 110 Noir. Und dann habe ich hier noch ein Kajal mit reingenommen, weil ich irgendwie Bock hatte auf ein Kajal von Zu Eva. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den vertrage. Zweimal, wo ich ihn aufgetragen habe, hat meine Nase, ist sie gelaufen und auch so Augen. Ja, danach habe ich irgendwie so eine Überreizung gehabt. Das ist ein Softkajal. Entweder vertrage ich allgemein keine Kajalstifte oder ich vertrage den hier nicht. Und welchen ich auch absolut nicht vertragen habe, das war der Flop der Woche mit noch einer Foundation. Den hier. Der ist so, so schön. Das ist ein richtig schöner. Ja, eigentlich ist das ein dunkelbraun mit Goldpartikel. Sieht aber auch aus wie grün, ne? Sieht ganz, ganz schön aus. Als Lidschatten, ganz, ganz toll, habe ich ihn unten an die Wasserlinie getragen. Meine Augen haben alles weggedreht, alles komplett. Sie waren knallrot angelaufen, das war überhaupt nichts. Da kommt direkt der Müll. Ich wollte ihn aber euch noch zeigen. Ich habe ihn danach natürlich nicht verwendet. Um Gottes Willen, ich will mir ja keinen Schaden antun. Also der kommt jetzt auf jeden Fall in die Flop-Kiste. In den Müll, ne? Also den hebe ich zwar auf, aber er kommt in den Müll und danach wird er auch nie wieder ausgekramt. Dann habe ich ein einziges Mal das hier benutzt. Ich sollte das in irgendein Projekt stecken. Es sind 2 Gramm drin. Das ist so ein Lippenprimer. Ich sehe keinen Sinn da drin. Ich trage mir schon selten. Ich trage mir zwar seltenst Lippenstift auf, aber dann brauche ich auch keinen Primer. Wisst ihr, was ich meine? So selten, wie ich irgendwie ein Lippenprodukt auftrage. Dann habe ich natürlich das immer mal wieder in den Innenwinkel gegeben und einmal habe ich es, glaube ich, auch als Highlighter ausprobiert. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. War nicht zu viel und hat die Struktur nicht unnötig betont und sah einfach gut aus. Also den kann man auch so richtig schön auf einarbeiten und sieht nicht hässlich aus. Gefällt mir richtig gut, vor allen Dingen in den Innenwinkel. Ich liebe diesen Ton hier von ColourPop. Und sie haben so eine besondere Konsistenz. Also ich finde, jeder sollte mal einen Lidschatten von ColourPop getestet zu haben, um einfach mal diese Konsistenz vertraut zu werden. Von diesen Tönen hier, ne? Ihr seht, wie schön das schimmert. Und das schimmert auch da nicht so schön wie da. Tara. Und der normale Highlighter. Das ist sozusagen eine Preview an die Palette. Meine Nase! Was ist denn da los? Dann habe ich einmal diesen Bronzer-Stick von Benefit ausprobiert. Ja, finde ich toll. Diesen Hoola-Kontur-Stick. Ja. Für das Geld aber nein. Dann habe ich das für die Lider benutzt. War auch in Ordnung. Auch zum Aufhellen war okay. Aber ich habe das Gefühl, das will nicht so richtig mit Make-up funktionieren. Und dann habe ich, wie gesagt, meinen kleinen Augenbrauenstift, der ist immer noch vorhanden. Und den von BH Cosmetics habe ich auch einmal in der Woche getragen. Also einmal in diesen 14 Tagen. Sonst war ich wirklich beschränkt darauf, den hier zu benutzen. Und da ist immer noch was drin. Was ich noch schöner finde, ist, wenn man die Augenbrauen erst malert und dann abmattiert mit einfach Augenbrauenpuder. Richtig, richtig schön. Gefällt mir richtig aktuell gut. Sorry, dass meine Nase juckt halt einfach. Den ist auch ein Favorit von mir. Und ich schichte meine Lippenstifte ja auch. Deswegen kann ich euch das so zeigen. Ich mag das. Ich mag dieses pralle Gefühl. Ich mag diesen diese Konsistenz. Die ist auch so glitschig, weich, irgendwie nass. Lua. Ich habe geguckt, ich habe den nicht mehr gefunden. Vielleicht ist er aus dem Sortiment. 2 Lippenstifte, die ich nicht getragen habe, waren die. Einmal von Dior und einmal von dem hier. Den sollte ich aber aufbrauchen, weil ich den auch schön finde. Von Tarte. Nachkaufen? Nein. Ich wäre froh, wenn ich ein paar weniger hätte einfach. Und den von Dior, den sollte ich auch aufbrauchen. Wie schön bitte dieses Knallrot ist. Richtig klassisches Rot und wie schön der von Tarte ist. Also die werden auf jeden Fall nächste Woche reinwandern. Alle, die ich nicht benutzt habe.
Wir wandern natürlich nächste Woche mit rein. So, dann habe ich noch ein paar Artikel. Ein Lip Liner, den ich einmal benutzt habe und auch einmal angespitzt habe. Das ist von Trended Up und sieht so aus. Echt schön. Also für die Augen, nein, glaube ich, zu hart. Für die Lippen war es in Ordnung. Hat mir gut gefallen. So, dann habe ich ja die Lippenprodukte mit reingenommen. Dann habe ich auch das hier noch. Dieses Trio, das habe ich auch einmal, glaube ich, benutzt. Aber es ist sehr schwierig. Ich bin schon am Grund, sozusagen. Von dem Rosanen, den ich echt mag. Die anderen Farben mag ich nicht so. Und meine Nase treibt mich in den Wahnsinn gerade. Dann überlege ich immer, wann ich da eigentlich mal den Hit to Pan sehe. Ich glaube, ich benutze es seit 3 Monaten durchgehend. Sehr ergiebig und sehr anstrengende Farbe. Gefällt mir gar nicht, weil es so ein Pipi-Gelb ist. Also irgendwie quäle ich mich damit, weil ich gedacht habe, boah, Shoei und keine Ahnung was. Es hat mich 8 Euro gekostet, dieses Produkt. Da gehst du nochmal durch, aber im Endeffekt, ich würde es mir nicht nachkaufen. Das ist übrigens die Farbe Roségold und ich hoffe, es ist nichts kaputt gegangen. Sonst, naja, ein paar Brocken sind rausgefallen, aber in so einem Großen und Ganzen. Es ist so ein bisschen zu gelb. Dann auch etwas, was ich immer wieder reinnehme, aber ungern benutze, ist so ein Lippenpeeling mit Glitzer. Wer braucht Glitzer im Lippenpeeling? Und jetzt gucke ich mal, was ich in der kommenden Woche benutzen möchte und dann zeige ich euch und packe so die Sachen mit euch zusammen. Ich denke, das ist auch ganz interessant. So, ihr Lieben, ich habe mich tatsächlich entschieden, ich habe auch schon meinen Lippenstift rausgemacht. Ich nehme ganz, ganz wenig neue Produkte da rein. Das sind eigentlich alles alte Produkte, die ich mit reinnehme, bis auf den Colourpop Lidschatten in Get Lucky. Den habe ich mal bei der lieben Jenny gesehen, von Miss Curly Jen. Ja, ich komme. Und das ist so ein Altgold und den wollte ich unbedingt mal probieren nochmal. Den habe ich jetzt mit reingenommen. Das andere ist alles alt. Den zu Eva Kajal möchte ich ausprobieren. Einen Tag mal den, einen Tag Pause und einen Tag mal einen anderen. Ich gucke mal, welchen ich da habe. Ich finde jetzt auf der Schnelle nichts. Ab auf die Hose. Dann habe ich Anastasia Glow Kit. Ich muss sagen, ich liebe es. Es hat so, so schöne Schimmerpartikel. Also wirklich. Mit der Farbe kann ich nicht so richtig was anfangen. Alle anderen finde ich echt toll. Das ist ein toller Bronzer-Topper und ja, ich liebe sie. Ich kann sie wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich sie auftragen soll. Ja. Und das möchte ich einfach austesten, nochmal ausgiebig. Ich denke, dass ich so eine Woche die Produkte teste und dann einfach das wieder rausnehme, was mir nicht passt. Mal gucken, vielleicht auch 2 Wochen, weil ich die Gesichtsprodukte ja seltenst umtausche. Bis ich halt, ich teste ja immer zwischendurch ganz viel und dann gibt es ja auch ein Monatsfavoritenvideo, wo ganz viele Flops vorbeikommen und ganz viele Favoriten. Mein Sohn sitzt gerade in der Badewanne, wie praktisch. Als Bronzer möchte ich zwischendurch den Butter Bronzer ein bisschen etwas mehr nutzen, weil ich ihn wirklich liebe. Das Schwämmchen ist eigentlich für die Katz und der Spiegel eigentlich auch. Also man hätte ein bisschen das Packaging schöner gestalten können, sag ich mal. Ich lasse es jetzt mal drinne, weil ich es nicht unbedingt, ja, keine Ahnung. Ist halt ein bisschen so. Dann möchte ich als Paletten, ihr könnt euch das vielleicht denken, ich habe so viele Neuheiten, aber ich möchte einfach mal über diese Tamtam Beauty eine ausführlichere Review euch geben können und ein bisschen Abnutzung selber sehen und ob ich sie auch wirklich empfehlen kann oder ob das war's mit dem Look. Wisst ihr, was ich meine? Bisschen viel Highlighter heute. Und natürlich die hier zur Ergänzung vielleicht auch. Ich finde die toll. Wie gesagt, meine Packung ist so ein bisschen beschädigt worden, sage ich mal, durch meine Knickerei. Aber für mich einfach praktischer so. Ich glaube, ich werde auch nicht so glücklich mit dem gummierten, weil das glitzert schon und funkelt. Und wenn ich jetzt ein sauberes Tuch nehme, das hat mir gerade die Kati geschrieben, dass ich das doch... Ja, es funktioniert schon, aber es ist halt gleich wieder schmutzig. Ist halt ein bisschen anfälliger, sage ich mal. Und das lässt sich doch ein bisschen besser reinigen als das von zu Eva. Also von zu Eva sind so richtig schon so komische Schichten drauf. Das gefällt mir nicht. Und die Palette ist so wunderschön, dass ich mir eben vorstellen kann, die einmal mit der Sundown
die auch vom Päckgeschenk furchtbar ist, weil es immer so Datscher gibt, aber wunderschön auch zugleich. Also man muss gucken, was man lieber mag. Die hier für den Alltag einfach nutzen, die andere auch für den Alltag. Mal auch besondere Tests durchführen, mal ein Glitzer oder sowas, außergewöhnliche Looks mal probieren. Einfach ein schnelles Augen-Make-up. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieser Ockerton und der Braun einfach gut harmonieren. Und ja, ein bisschen ausschattieren mit den Grauen. Ja, wie gesagt, das war schon an meinen Sachen, die ich mit neu reinnehme. Vielleicht irgendwelche Lippenprodukte oder sowas. Aber das sind eigentlich so meine Go-To-Sachen. Die bleiben jetzt einfach in dem Körbchen, bis auf die paar Sachen, die ich dann austeste. Und darüber berichte ich dann einfach ausführlicher. Und ich denke, eine Woche gebe ich mir so Zeit. Vielleicht ab morgen schon mal gucken, ob ich schaffe, morgen früh mich um 5.30 Uhr zu schminken oder nicht. Ja, und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Genießt noch ein bisschen die Zeit. Ich denke, dass ich das Sonntag hochladen werde. Und morgen kommt, morgen, also heute ist Freitag, morgen kommt ja eigentlich der Look. Und vielleicht noch ein aufgebraucht Video. Mal gucken.